Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, wie ihr seht, geht es wieder um den Hubau. Ich habe ihn ein bisschen getestet. Ist zwar jetzt kein Test, wo ich sagen kann, der Wagen ist super, der Wagen ist kacke. Das nicht. Das waren 3 Akkuladungen auf 8S. Ja gut, er hat ziemlich gelitten. Man kann auch ein bisschen daraus schließen, was das Auto leisten kann. Aber so ein wirklicher Test war es noch nicht. Ich werde ihn definitiv noch weiter testen und es euch auch berichten. Ich habe jetzt hier die Kurzfassung von dem Video. Also ich habe die schlimmsten Lander bzw. ja, die Highlights rausgeschnitten und zu einem Video zusammengepackt. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, das verlinke ich euch unten in die Kommentare. Das dauert 31 Minuten. Das könnt ihr euch dann da anschauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ansonsten, ja, auf 8S getestet. Die Kombo ist die Max 6 Kombo mit dem 1650 kV Motor. Den 1650 kV Motor auf eigene Gefahr auf 8S testen, da er laut der Beschreibung nur bis 6S geht. Also müsst ihr selber abwiegen, ob ihr das macht oder nicht. Den Umbau, dazu werde ich auch noch ein Video machen, wie ihr den Motor da reinbekommt, da das nicht ohne weiteres möglich ist. Der ist halt ein bisschen größer von den Dimensionen her und deswegen passt er nicht so ohne weiteres da rein. Naja gut, lang genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Fahraufnahmen. So, jetzt aber, jetzt ist das richtig. Jetzt haben wir es. Ja, 61. Ja. Baum. Wow, diesmal war der gut, ey. Der hat voll gesattelt, du. Nochmal! Ich fährt manchmal auf 2 Räder, manchmal auf 1. Ich 55. Ja, fein, hast das Stückchen mitgebracht. Ja, fein. Ja, da ist irgend so eine Bodenwelle.
Das gefällt mir voll. Oh. Okay. Ja, zu den Teilen, die kaputt gegangen sind. Einmal vorne der C-Hub, der ist bei dem Lander auf den Reifen kaputt gegangen. Und die Anlenkungen hinten, ja, der eine ist hier gerissen. Der andere, der ist mir erst später aufgefallen. Der ist hier weggebrochen. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, ist da weggebrochen. Ja, der ist halt gerissen hier. Das war bei dieser Baumaktion. Ja, gut, aber hält sich noch alles in Grenzen. Also das, was das Auto da geleistet hat, was er erlebt hat, ich denke, das ist verkraftbar und ist eigentlich alles so aus Fahrfehlern entstanden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es mal wieder um den Hubau. Ich habe ihn ein bisschen getestet. Klar ist das keine Aussagekraft. Aussagekräftig. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, es geht mal wieder um den Hubau. Ich habe ihn ein bisschen getestet. Egal, kann ich rausschneiden. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, es geht mal wieder um den Hubau. Ich habe ihn ein bisschen getestet. Ich bin den direkt auf 8S gefahren und er hat wirklich gelitten. Also er hat echt sehr stark gelitten. Ist keine Kunst, wenn ich an der Funke bin. Stefan Rapp hat das auch mal gemacht. Egal, kannst du weitermachen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Da kommt ein Elefant hier raus. So. Bist du schon mal runtergefallen, wo du hergegangen bist? Nein. Das wird geil. Von dem Kopf. Du bist herzlich willkommen. So. Günther, ja, wenn ihr Günther hier. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es mal wieder um den Hubau. Ich habe ihn ein bisschen getestet. Unabsichtlich.
hardcore getestet. Der hat oft was draufgekriegt. Nee, das hört sich auch kacke an. Der hat gelitten. Ja. So, jetzt aber. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es mal wieder um den Hubao. Ich habe den ein bisschen getestet. Ich bin jetzt 3 Akkuladungen auf 8S gefahren. Und ja, der hat richtig was auf die Fresse bekommen. Ja, ich blende euch jetzt die Videos ein. Das ist die Kurzfassung von dem Ganzen. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, also die Langversion, die geht über eine halbe Stunde. Die verlinke ich euch unten in der... Wenn ihr die lange Version sehen wollt, die geht über eine halbe Stunde, irgendwas mit 31 Minuten. Und ja, ich tue die unten mit in die Kommentare reinpacken. Und wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten habe ich hier jetzt nur ja, das Nötigste mit reingenommen. Ja, er hat sehr gelitten, muss ich sagen. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Und anschließend zeige ich euch, was alles kaputt gegangen ist bei dem ganzen Aktionen. Und ja. Und ja. Das war es eigentlich schon. Kein und ja. Muss mir das wieder ein bisschen zusammenschneiden. Nein. Wie fange ich an? Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es mal wieder um den Hubao. Ich habe den ein bisschen getestet. Ich bin den auf 8S gefahren. Es waren 3 Akkuladungen. 3 Akkuladungen ungeschont. Also, ja. Ja. Genau so war das. Ja. Mir fällt was Neues ein und dann vergesse ich das Alte, was ich sagen wollte. Da muss das reichen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt. Reicht eigentlich, oder? Like nicht vergessen. Ja. Sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's keine Sendung. Tschüss.